mich nach Nels. Hey, wir haben ihn! Den Haufen erledigen wir auch so. Was, du willst abhauen? Junge! Nicht mit mir, mein Freund. So, ich muss erstmal hier wieder rein. Kann ich mir noch Munition... Wo ist der Koffer? Nochmal nachtanken. So. Jetzt schnappen wir uns den Rest hier. Penner. Wo ist Stoddard? Komm schon, Beweise müssen doch hier rumflattern. Ach da! Sehr schön. Brief von Nels, Buchhalter. Audio abspielen. Interessant. Also hier laufen richtig krumme Dinger. Und unsere Kollegen sind wohl auch noch involviert. Geht ja mal gar nicht. Hier oben. Da haben wir unseren vierten Beweis. Wir gucken mal. Ne, das war der Koffer nur, glaube ich. Ne, ja. Das war auch nur der Koffer. Mal gucken, wo wir hier überhaupt hin müssen. War hier nicht eben gerade eine Anzeige mit X? Hier runter, schätze ich mal, müssen wir. Ja. Läuft gerade perfekt für uns. Jetzt erledigen wir noch Stoddard. Korrupten Kopf. Gehen wir mal. Okay, ganz ruhig. Hände hoch, mein Freund. Du gehst ins Loch für sehr lange Zeit. Kamera einsetzen. Gewächshaus. Schön viel Cannabis. Oder je nachdem auch Kokainpflanzen. Und Stoddard mittendrin, ey. Das war ja klar. Schweinehund. Gibt's hier drin noch was zu finden? Tatsache. Hotshot-Kiste. Wieder für die Hotshot-Lieferkette. Ging von hier direkt nach Miami. Wir sind richtig geil unterwegs, Leute, Mann. Yeah. Gefällt mir gut, Mann. Wenn es weiter so läuft, bin ich zufrieden. Lisa, Lisa, Lisa. Das sind aber
gucken, wie wir den Haufen hier erledigen. Wir latschen einfach mal hier so rum. Achtung! Da ist der... So, einer ist ausgenockt. Krallen wir uns hier mal die anderen. Pflanzen. Das Einzige, wozu die gut sind... Na, willst du abernten, Schätzchen? Achtung, Teufel! Komm her, wenn du einen Wunsch hast, mein Freund. Bam. Wo ist der Nächste? Ha? Wo sind eure Bauer? Wollen sich verflüchtigen hier. Ja, nicht mit mir. Und hier ist Stoddard. Du hier? Witzig. Ja, sehr. Nimm die Waffe runter. Ich steck sie ins Halfter. Nimm die scheiß Waffe runter. Nick, lass uns darüber reden. Nick, ich folge den Pennern im Truck. Negativ. Greif sie nicht an. Nick, finde raus, wo sie hin wollen. Was zur Hölle war das? Nichts. Hier ist alles okay. Stopp! Tot kannst du mich nicht mehr festnehmen. Scheiße. Los, Mendoza, abwechseln wir uns von hier. Nick! Hast du gelassen? Ach, hä? Warum bloß? Lust, oder? Da müssen wir hinkommen, oder was? Ja, und wie? Ah. Und da kamen wir ja. Shit. Wie finden wir hier jetzt einen Ausweg? Wenn hier gerade das ganze Koks und alles abbrennt. Mal hier raus natürlich nicht. Super, ey. Alle Beweise haben wir auch. Hier hoch müssen wir irgendwie kommen. Komisch.
komme ich nicht weiter, Mann, und ich muss da lang. Shit, was mache ich jetzt? Nicht hier durch auch nicht, ne? Ah, hier. Oder sind wir von hier gekommen? Ja, toll. Und der geht auch hier lang. Ja, und warum nicht gleich so? Nick, hier lang! Verstehe ich nicht. Muss ich, glaube ich, auch nicht verstehen. Wagen gelangt. Alles klar, wird gemacht. Ach ja, die Tage in Miami, herrlich! Kai, wo bist du? Tom Kurt! Du bist an der Mord. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie... Oh, fuck! Kai? Komm her, sofort! Kai, ich glaube, die braucht Verstärkung. Egal, Mann, ich nehme dich fest. Mendoza, deine Partnerin steckt in der Klemme. Wir müssen ihr helfen. Los jetzt, da ist mein Wagen. Ja, gucken, wie es weitergeht. Geil, geil, ey. Ist noch ziemlich weit in die Morgen, ab ins Kaufhaus. Okay, dann mal los. Dann geht ja jetzt die Post ab, wa? Natürlich auch da. Was nicht sonst noch alles. Na, das wird nicht leicht. Wir sind Partner. Ah ja, das war ich auch mal. Keine Bewegung! Du hast doch auch getan. Okay, Mann. Nazi. Das war jetzt nicht der prima Plan oder Weg, aber wir kommen eventuell wahrscheinlich rein. Hoffe ich doch mal. Stoddard kann seinen Weg auch mal bewegen. So, Alarm ist deaktiviert. Knüppel auf den Kopf, du Handel. Verdammt! Warum macht Stoddard nichts? Nur 14, 20 Schuss nur noch. Das kann ja was werden. Und dann buchte ich dich ein. Ich muss erstmal die Munition einsammeln. Ich brauche dringend Munition. Dringend. Und hier sollten wir rein. Hä? Scheint. Das ist anscheinend doch nur ein Parkplatz. Ich finde mal hier unseren Eingang. Auch nicht. Check ich nicht. Restaurant will ich auch nicht. Wie soll ich reinkommen? Muss ich doch wieder hier drauf, oder was? Oh. Hier irgendein versteckter Knopf. Wie komme ich in dieses Kaufhaus? In die Mall. Ja, toll. Hätte ich das mal vorher gewusst.
nicht so hoch. Ach, das sind Puppen. Und ich sag, die nehme ich so hoch, wie geil. So. Beeilen wir uns hier mal schnell. Kai, Kai, ich höre dich nur ganz leise. Das klang auf jeden Fall nicht. Keine Bewegung. So. Mein Freund, auf Wiedersehen. Polizei! Hände hoch! Auf Wiedersehen. Oh. Die haben doch ja alle keine Chance. Die Freunde der Nacht. Oh. Halt! Stehen bleiben! Polizei! Und tschüss. Ob ich schaffe, alle zu verhaften? Das wäre der Hammer, oder? Freunde. Ich muss doch hier oben weiter lang. Tatsache. Hier geht's nicht weiter. Hier in dem Puff oder was ist das? Ich muss nach unten. Bleib, wo du bist! Tschüss. Na, da blieb mir nichts anderes übrig, außer dem Vogel da klein zu schießen. Den habe ich auch über den Haufen gemetzelt. UMP-Munition. Einsatz geheim. Nick, meinst du echt, ich wäre der so, einzige Kumpel in der Stadt? Aber der einzige, den ich geschnappt habe. Noch hast du mich nicht verhaftet. Das macht dich also mit Sicherheit mitschuldig. Ja, red einfach weiter, Stoddard. Ja. Munitionsvorrat, sehr schön. Nick, du Roboter, das ist Ned Laden. Scheint mir lieb zu sein. Alles klar, wir müssen die da rausholen. Auf jeden Fall. Wollt ein paar Schuhe shoppen, ne? Ich bin nicht dran.
Sobald wir hier raus sind, bringen wir dich zur Dienstaufsicht. So, der Ausgang. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Scheiße, ich bin runtergefallen. Aber ich schaff's trotzdem. Hoffe ich doch. Mehr und das ist meine Lieblingswaffe, meine stärkste Waffe. Alter, die werfen jetzt mit Mollus, die Schweine. Darf doch nicht wahr sein. Sehr schön, der ist auch weg. Der wird wieder geknüppelt. Sauber. Perfekt. Wir müssen hier lang, schätze ich. Ah, oder? Doch. Sehr gut. Komm schon. Jetzt los, Alter. Nur durch den Sturm, oder was? Hier ist der Exit. Hammerhart. Also Nick. Sergeant Karl Stoddard, du hast das Recht, zum ersten Mal in deinem Leben zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet Mendoza, werden. Mendoza, es reicht. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Lass mich raten. Wer begann den Drogenkrieg? Ist die eine Crew, die andere ausradieren, bis keine mehr übrig war? Bis auf seine, Sir. Ich habe Hinweise, dass Nance mit einem Detective aus Miami zusammenarbeitet. Ich wusste immer, dass du den entscheidenden Beweis findest. Ich wusste es. Danke. Was zum... Hey Nick. Krasser Wichser. Ich bin dir dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Wirklich dankbar. Leck mich Nick, doch. Lass es! Kai. Die Dienstaufsicht wird einen Haufen Geld in deiner Wohnung finden. Sie auch noch. Genau. Und sie auch noch, das darf doch nicht wahr sein. Exakt die Summe, die Nils zuletzt überwiesen hat. Tja. Die Frage ist natürlich, was du mit dem Rest gemacht hast, Detective. Was zum Teufel soll das? Kai hat für dich gekämpft. Immer wieder. Warum hast du das Scheißgeld nicht einfach genommen? Ach, darum geht's hier? Wir haben's versucht. Ich war sicher, dass du bei uns deinen Platz findest. Aber du... Du hältst dich ja für einen von den Guten. Oder? Gute gibt's nicht, Junge. Yeah.
meine lieben Freunde, und so kam es, dass wir in den Knast gekommen sind. Ja, und hat man ja am Anfang schon gesehen, bei Episode 1, das war eine Rückblende. Und wir sehen uns beim nächsten Part, Teil, Episode. Lasst einen Daumen nach oben da, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dann. Ciao.